Mein Name ist Markus Mahl und ich begrüße dich herzlich zu dieser neuen Folge deines Aquacura Meerwasserkuren Podcasts. In diesem Podcast, meinem Buch oder auch Hörbuch, meinem Blog, gebe ich alles an dich weiter, was ich in meinem Berufsalltag so noch täglich dazulerne oder auch erlebe. Den Link zu meinem Buch, Hörbuch oder auch zu meiner eigenen Pflegemittelserie findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Und nun zum Thema. Plankton zählt im Meer für viele der Bewohner zu einer der wichtigsten Nahrungsquellen. Wenn das so ist, wie sieht es dann in unserem Meerwasseraquarium damit aus? Ist das auch auf das Meerwasseraquarium übertragbar und welchen Nutzen hat dann eine regelmäßige Zugabe von Plankton? Grundsätzlich wird zwischen Phytoplankton und Zooplankton unterschieden. In dieser Folge beschäftigen wir uns heute mit dem Zooplankton. Bei Zooplankton handelt es sich um rein tierisches Plankton. Es besteht unter anderem aus verschiedenen Protozoen, einzellige Tiere wie Acantaria, Foraminiferen und Rädertierchen, Wimpeltierchen, vielen Krebstieren und dessen Larven. Die Nahrungsquelle von Zooplankton ist Phytoplankton. Und genau dieses Zooplankton kannst du auch dein Meerwasseraquarium zugeben. Wir haben in den letzten Jahren viel damit getestet und nahezu bei fast allen Kunden damit begonnen und Riesenerfolge damit erzielt. Doch dazu später mehr. Für die Zugabe von Zooplankton stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die erste Möglichkeit ist die Zugabe von frischem Plankton. Hierfür gibt es inzwischen einige Anbieter. Teilweise stammt das frische Zooplankton aber aus unsauberen, unprofessionellen Zuchtbetrieben, was sich dann deutlich in der Qualität und vor allem in der Reinheit des Zooplanktons deutlich widerspiegelt. Ohne Zweifel gibt es am Markt auch sehr professionelle Hersteller von frischem Plankton, das auch dann ohne gefährliche Nebenwirkungen zu gewünschten Erfolg führt. Ich nutze frisches Zooplankton selbst nicht gerne, da es in seiner Haltbarkeit sehr stark limitiert ist und dadurch eine regelmäßige Anwendung sehr aufwendig ist. Hierfür gibt es eine sehr unkomplizierte und sehr bequeme Alternative, die ich dir auch später noch in dieser Folge vorstellen werde. Eine weitere Möglichkeit der Planktonzugabe ist die Pulverform. Das ist für mich eine Zwischenlösung, bevor ich eine natürliche Planktonquelle nutze, von der ich nicht weiß, ob ich sie bedenkenlos hernehmen kann und ganz darauf verzichte. Bei der Pulverform musst du vor der Zugabe die entsprechende Pulvermenge in einem Glas mit Aquarienwasser anrühren und kannst dann im Anschluss die Mischung in deinem Aquarium verteilen. Ich selbst finde es persönlich lästig, wenn ich vor der Anwendung noch etwas anmischen muss. Ich mag lieber ein Produkt, bei dem ich die Flasche aufdrehe, zudosiere und fertig. Schnell, einfach und unkompliziert. Auch für die Personen, die dein Aquarium Urlaub betreuen, machen solche Produkte alles nur komplizierter und aufwendiger. Also kommen wir zu der dritten und für mich einfachsten und besten Form der Zugabe. Es ist ein hochkonzentrierter und hochwertiger Planktonersatz zur Versorgung von Krallen, Muscheln und anderen Filtrierern. Diese Art der Produkte enthalten alle lebenswichtigen Nährstoffe für die eben genannten Tierarten, wie zum Beispiel Aminosäuren, hoch ungesättigte Fettsäuren und zudem sind sie mit Vitaminen noch angereichert. Wir selbst nutzen unser Aquacura Plankton. Es ist ein natürliches Alleinfutter, das für ein gesundes Korallenwachstum, satte Korallenfarben sorgt und zu einer Steigerung der Fluoreszenz führt. Zudem bewirkt es eine deutliche Steigerung der Polypenexpansion. Das bedeutet, dass die Korallen ihre Polypen besser öffnen und deutlich voller sind. Das kannst du bereits nach der ersten Zugabe, besonders bei LPS und SPS in deinem Meerwasseraquarium beobachten. Aquacura Plankton ist eine hochwirksame und schnell aufnehmbare Nährstoffkombination aus marinen Krebsen, Vitaminen und Aminosäuren für alle Korallen. Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird dir von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarium-Pflegemittel, präsentiert. Aquacura Pflegemittel hältst du ausschließlich in meinem Online-Shop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasseraquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Ein weiterer entscheidender wichtiger Vorteil ist, dass es die Bildung der wichtigen Mikrofauna massiv fördert, da auch die Kleinstlebewesen damit optimal versorgt werden. Und das ist für mich einer der, neben den vielen Vorteilen für Korallen, der wichtigste Punkt. Wir konnten bereits nach kurzer Zeit der Zugabe eine deutliche Zunahme von Kleinstlebewesen im Technikbecken feststellen. Dies hatte dann zur Folge, dass die Meerwasseraquarien noch stabiler und runder liefen als jemals zuvor. Denn egal, wie viel moderne und hochwertige Aquariumtechnik du in deinem Meerwasserbecken verbaust, ist und bleibt am Schluss der entscheidende Faktor die biologische Stabilität. Das bedeutet, dass die Aquarientechnik nur dann ihren Sinn erfüllen kann, wenn auch die biologische Stabilität gewährleistet ist.
und das erreichst du mit der Zugabe von Zooplankton. Dies kannst du mit Bakterienzugaben, wie zum Beispiel den Mikroorganismen Aquacura, erreichen. Die Ergänzung und Steigerung davon ist die regelmäßige Zugabe von Plankton, wie zum Beispiel in Aquacura Plankto, um die wichtigen Kleinstlebewesen, wie zum Beispiel Schwebegarnelen und so weiter, entsprechend zu versorgen. Um das Zooplankton optimal zu benutzen, brauchst du es nur in strömungsreiche Zonen deines Aquariums zu dosieren. So ist es nahezu gewährleistet, dass es im gesamten Aquarium verteilt wird und jede Koralle ihren Anteil davon bekommt. Fassen wir nochmal zum Schluss kurz die positive Wirkung von Aquacura Plankto zusammen. Es ist ein natürliches Leinfutter für alle Korallenarten und Muscheln. Schnell aufnehmbare Kombination aus marinen Krebsen, Vitaminen und Aminosäuren. Sie sorgt für gesundes Korallenwachstum und ist perfekt geeignet für nährstoffarme Riffsysteme und beugt zudem Mangelerscheinungen vor, da sie sehr effektiv und hochkonzentriert ist. Bei einer regelmäßigen Zugabe erkennst du eine deutliche Steigerung der Polypenexpansion und sie stabilisiert jedes Meerwasseraquarium durch die Zunahme von Kleinstlebewesen. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen und freue mich, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei wirst. Das Team von Aquacura und ich wünschen nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Moll.